Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, lieber Herr Wulff, lieber Paul Klimpel, ganz, ganz herzlich willkommen in der Deutschen Nationalbibliothek. Das Schöne an Kultur ist ihre Komplexität und Ubiquität. Selbst Hass, Extremismus, Menschenverachtung oder radikale Zerstörung von Zeugnissen menschlicher Kreativität, Bildung und Zivilisation ist und war ein Teil dessen, was man als Kultur bezeichnen kann. Zum kulturellen Erbe gehören daher nicht nur das Schöne, Wahre und Gute. Dazu gehören eben auch Zeugnisse von Rassismus, Antisemitismus, Fundamentalismus und Homophobie. Zum kulturellen Erbe gehören Propaganda und Hetzschriften. Es gehören dazu Bauwerke und Standbilder, die mit einer nationalistischen Intention errichtet wurden und die heute einerseits als Denkmäler erhalten werden, andererseits aber neu kontextualisiert werden müssen. Zum kulturellen Erbe gehören auch Filme, die offensichtlich oder versteckt rassistische Haltungen propagieren. Es gehören Dokumente dazu, die Zeugnis darüber geben, wie verbreitet menschenfeindliche Haltungen waren, sobald es um das vermeintlich Fremde geht. Zum kulturellen Erbe gehören Zeugnisse von Menschenrechtsverletzungen, bei denen sich die Frage stellt, ob ihre Ausstellung diese noch vertiefen. Zum kulturellen Erbe gehören schließlich auch Verdrehungen und Verstellungen der Wahrheit, neudeutsch Fake News. Die Deutsche Nationalbibliothek beschreibt sich selbst als aktives kulturelles Gedächtnis. Das beginnt ganz deskriptiv, wird aber sogleich qualifiziert mit der Aussage, mit unseren Diensten und Angeboten fördern wir die Informations- und Meinungsfreiheit und stärken zentrale Werte unserer Demokratie. Kultur und demokratische Werte, Haltung und Selbstverständnis sind heute zwei Seiten einer Medaille. Für eine demokratische Gesellschaft wie unsere sind Freiheit und Schutz von Kultur ebenso unverhandelbar wie die Freiheit der Meinung. Dies schließt für unsere Gesellschaft mit ein, dass im kulturellen Gedächtnis eben auch Positionen und Haltungen verbleiben, die außerhalb des demokratischen Wertespektrums liegen. Museen, Bibliotheken, Archive und andere Kulturinstitutionen bewahren historische und aktuelle Zeugnisse eben auch menschenverachtender oder kulturvandalistischer Haltungen. Dies ist ein Zeichen einer Meinungs- und Informationsfreiheit, die von diesen Zeugnissen selbst negiert oder bekämpft wird. Diese Freiheit des kulturellen Gedächtnisses ist eine Errungenschaft der jüngeren deutschen Geschichte. Denn historisch wurde entweder von vornherein nur eingeschränkt gesammelt oder häufiger das Gesammelte nur sehr restriktiv zur Verfügung gestellt. Trotzdem stellt sich immer wieder und heute die Frage, wie sollen wir mit solchen Zeugnissen, wie sollen wir mit diesem Erbe umgehen? Soll es wirklich frei zugänglich gemacht oder in Giftschränken aufbewahrt werden? Wie können, dürfen und müssen solche Dokumente kontextualisiert werden? Und wie wird in anderen Ländern damit umgegangen? Die Frage letztendlich, wie viel Freiheit und wie viel und welcher Raum den Zeugnissen, den der Feinden der Freiheit zukommt, ist letztlich eine Frage nach uns selbst. Ich freue mich daher sehr, dass die 11. Internationale Konferenz Zugang gestalten sich genau diesen zentralen und wichtigen Fragen widmet. Heute in den drei Blöcken Beispiele für den Umgang mit schwierigem Erbe, Openness und Giftschränke, sowie Vermittlung von schwierigem Erbe. Morgen wird es dann in drei weiteren Themenblöcken um das Erbe aus kolonialen Kontexten, Denkmale sowie Lüge und Wahrheit gehen. Die Konferenz wird neben der Deutschen Nationalbibliothek getragen von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dem Bundesarchiv, der Deutschen Digitalen Bibliothek, dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz, dem Jüdischen Museum Frankfurt, dem Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin, dem Verein iRights, der Stiftung Historisches Museum Hamburg, Wikimedia Deutschland und dem ZKM Karlsruhe.
Ich sage nun allen Danke, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen oder beigetragen haben, und wünsche uns anregende Fragen, Diskussionen, Antworten und Einsichten. Vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Herr Schulze. Guten Morgen, lieber Herr Klimpel. Guten Morgen, alle Anwesenden. Ich freue mich sehr, Sie zur 11. Konferenz der Reihe Zugang gestalten begrüßen zu können. In den vergangenen Monaten hat uns die Corona-Pandemie deutlich gemacht, wie wenig selbstverständlich es ist, dass wir reisen und uns persönlich begegnen können. Umso mehr freue ich mich, dass die heutige Konferenz stattfinden kann. Denn die diesjährige Konferenz widmet sich einem wichtigen, hochsensiblen Thema. Es sind die dunklen Bereiche des kulturellen Erbes, um die es hier geht. Die seit 10 Jahren stattfindenden Konferenzen haben sich längst als Orte des fruchtbaren Austauschs und der Ideenschmiede für gemeinsame Lösungen in schwierigen Fragen etabliert. Nicht nur, aber ganz besonders für Fachleute aus Archiven, Bibliotheken, Museen. Auch in diesem Jahr greift das umfangreiche Programm die aktuellen Diskurse auf und ist mit ausgewiesenen Fachleuten besetzt. Zu diesem schönen Erfolg gratuliere ich Ihnen, Herr Klimpel, und Ihren Mitarbeitern und Unterstützern. Ich möchte gerne ein Beispiel aus der Arbeit der UNESCO in diesem Zusammenhang nennen, das zum jetzigen Themenkomplex passt und relativ aussagekräftig ist. Mit dem UNESCO-Weltdokumentenerbe Memory of the World besteht seit 1992 ein Programm, das die bedeutendsten Dokumente der Menschheit allen zugänglich macht und für nachfolgende Generationen sichert. Dies geschieht zunehmend auch digital. Aus Deutschland sind 24 Einträge in dem internationalen Register verzeichnet. Dazu zählen zum Beispiel das Arosen-Archiv, ein Archiv, das Angaben zum Leben und oftmals auch zum Sterben von 17,5 Millionen Menschen in der Zeit der Nazi-Herrschaft enthält. Derzeit arbeitet das Archiv mit sehr, sehr vielen Freiwilligen daran, Zehntausende von Häftlingskarten zu digitalisieren. Unter der Überschrift Every Name Counts beteiligen sich auch Schülerinnen und Schüler aus den UNESCO-Projektschulen daran. Gemeinsam errichten sie ein digitales Denkmal für die Opfer und Überlebenden des Nationalsozialismus. Dies ist ein eindrückliches Beispiel für die Bedeutung von Archiven als Lernorten und dafür, wie persönliche und gesellschaftliche Auseinandersetzungen mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Zukunft gelingen können. Die Kampagne Every Name Counts lässt uns bewusst werden, dass die Toten und Opfer nicht nur irgendwelche Zahlen sind. Es sind Menschen. Sie hatten ein Leben, eine Familie und Interessen. Sie haben einen Namen. So schreibt eine beteiligte Schülerin aus der 10. Klasse ihre Eindrücke. Seit 2017 gehören auch die Verfahrensunterlagen und Tonbandaufnahmen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses aus den Jahren 1963 bis 1965 zum Weltdokumentenerbe. Es ist unsere Aufgabe, dieses schwierige Erbe der deutschen Geschichte nicht nur zu bewahren, sondern auch zu vermitteln und damit die Erinnerungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus und der Ermordung von Millionen Menschen als mahnendes Beispiel für die Abgründe menschlichen Handelns wachzuhalten. Auch die Tonbandaufzeichnungen der Hauptverhandlung sind inzwischen digitalisiert worden und im Internet abrufbar. Diese Aufzeichnungen zu hören, ist eine Erfahrung, die unter die Haut geht, insbesondere die Aussagen der Opferzeugen.
wie etwa die von Mauritius Sperner, der das Konzentrations- und Vernichtungslager, anders als seine Frau und seine beiden Zwillingstöchter, lebend verlassen konnte, bleiben mir im Gedächtnis. Es ist unser Auftrag, aus unserer Geschichte, auch wenn diese noch so schwierig ist, Schlüsse für eine bessere Zukunft zu ziehen. Für mich bedeutet das unmissverständlich, dass dem Hass und der Ausgrenzung jeglicher Art entschieden entgegenzutreten, jederzeit und überall. Die deutsche UNESCO-Kommission hat ein umfassendes Verständnis von Erbe. Wir sprechen heute sehr häufig von einem gemeinsamen Erbe und meinen das Erbe der Natur und das Erbe der Kultur. Wir fokussieren hier heute und morgen das kulturelle Erbe, aber nicht weniger wichtig ist natürlich die Bedeutung des Naturerbes. Das sehen wir immer wieder im Zusammenhang mit Klimawandel und ähnlichen Geschichten. Es gibt heute, und dafür hat man ja diesen Begriff des Anthropozäns geprägt, kaum noch Bereiche, die nicht vom Menschen beeinflusst sind, also Bereiche der Natur, bei denen wir nicht unsere Spuren hinterlassen haben, sodass diese traditionelle und relativ einfache Trennung zwischen Erbe, Naturerbe und Kulturerbe nicht mehr ganz so einfach ist und man darüber noch weiter nachdenken muss. Gut, das nur als Überlegung, aber um zu zeigen, dass die Erbefrage eben eine ist, die unsere ganze Existenz umfasst. Nicht, wie gehen wir mit dem, was wir übernommen haben, um und wie gestalten wir das für die Zukunft? Im 18. Jahrhundert hatte man das Bild von einem Riesen, der auf den Schultern einen Zwerg hat. Und der Zwerg ist immer die aktuelle Zeit und die aktuellen Generationen. Und das heißt, wir leben ja aus dieser Vergangenheit heraus. Und das lässt sich ja in ganz vieler Hinsicht noch präzisieren. Aber wichtig ist jetzt in unserem Zusammenhang, dass eben das kulturelle Erbe. Und die deutsche UNESCO-Kommission hat eben dieses umfassende Verständnis von Erbe. Neben den erwähnten Weltdokumentenerbe zählen wir auch UNESCO-Welterbestätten, Biosphärenreservate, Geoparks und Formen des immateriellen kulturellen Erbes dazu. Sie alle sind Zeugnis unserer Geschichte und eine Basis für die Gestaltung einer friedvollen Zukunft. Dies zu erhalten, für internationalen Dialog und globale Partnerschaften zu nutzen und mit ihnen Zukunft zu gestalten, ist das zentrale Anliegen der UNESCO. Bei all den guten, innovativen Beispielen für digitale Vermittlung dürfen wir eins nicht vergessen: die erforderlichen digitalen Strukturen und die Digitalisierung selbst können nicht flächendeckend vorausgesetzt werden. Dies hat die Anwendung der UNESCO-Internet-Universalitätsindikatoren in Deutschland nochmals deutlich gemacht. Ein zentrales Ergebnis dieses Anwendungsberichts ist, wir brauchen eine verlässliche und attraktive digitale Infrastruktur und wir brauchen eine umfassende Medien- und Informationskompetenz aller Menschen, gleich welchen Geschlechts, Alters, Herkunft oder Bildung. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Wirklich alle Menschen müssen Zugang zu Bildung und Wissen auch im Digitalen erhalten, um aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Das impliziert auch eine Kritik an diesem Bereich, der ja lange Zeit sehr enthusiastisch gefeiert wurde, von dem man aber heute weiß, dass er natürlich voller Ambivalenzen steckt und auch in politischer Hinsicht. Also das gehört mit zu einer Digitalkompetenz, dass es eine reflexive Seite gibt und eine kritische Seite, die man genauso vermitteln muss, damit man wirklich einschätzen kann, was die Möglichkeiten des Digitalen sind und wo auch die Grenzen sind. Und wir haben ja jetzt in der Corona-Phase auch sehr deutlich die Grenzen erfahren, vor allen Dingen im Bildungsbereich. Also gleichzeitig müssen wir im Blick behalten, gerade die reale analoge Begegnung, wie sie heute glücklicherweise wieder möglich ist, ist essentiell, wenn es darum geht, die emotionale Dimension von Kultur und die soziale Kraft des kulturellen Erbes zu erfassen und zu erleben. In diesem Sinne setze ich darauf, dass Sie während der 2 Tage hier vor Ort in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main und in Online-Veranstaltungen viele Ideen austauschen und innovative Lösungen finden, wie Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit oder Antisemitismus begegnet werden kann.
Ich wünsche uns allen eine ertragreiche Konferenz und freue mich sehr auf den Austausch. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des kulturellen Erbes, es ist großartig, wieder hier zu sein, hier in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Und es ist großartig, dass Sie hier sind, dass wir zusammen diese Konferenz miteinander begehen können. Schwieriges Erbe. Was macht Erbe schwierig? Warum zögern wir? Warum zögern wir, bestimmte Bestandteile des kulturellen Erbes zu zeigen, damit umzugehen? Drei von vier vielen, vielen Aspekten, warum wir beim schwierigen Erbe zögern, möchte ich benennen. Das ist zunächst mal die Rücksichtnahme auf die Betroffenen, auf die Opfer. Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus, Homophobie, Frauenverachtung gehen meist einher mit Darstellungen und auch mit Sprache, die beleidigend sind. Wir wollen diese Beleidigungen aber nicht reproduzieren, gleichwohl aber dokumentieren, was war. Und dabei suchen wir nach Möglichkeiten, das in einer Weise zu tun, die von Betroffenen oder Nachkommen nicht wieder erneut als beleidigend empfunden werden. Wir betreten damit ein ganz weites Feld. Nicht nur werden die Grenzen des Sagbaren ständig neu gesellschaftlich ausgehandelt, auch wird die Wirkung von solchem Erbe ganz unterschiedlich empfunden. Man kann nicht sagen, das ist für alle beleidigend. Und die Diskussion um Triggerwarnungen oder Safe Spaces an amerikanischen Universitäten zeigt, wie weit dieses Zögern dann auch gehen kann. Auch zu weit an einigen Stellen. Zweitens, warum zögern wir? Es ist die propagandistische Kraft dieser Zeugnisse. Propaganda wirkt halt und funktioniert. Es ist die suggestive Kraft von Bildern. Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus, Homophobie, Frauenverachtung findet sich eben nicht nur in plumpen Parolen. Es ist auch enthalten in Texten, in Filmen, die mit ganz großer Kunstfertigkeit und sehr subtilen Methoden solche Haltungen vermitteln. Und sie setzen dabei eben auf gesellschaftlichen Vorurteilen auf und verstärken diese. Es ist ja nicht so, dass Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, ein bestimmtes Geschlechterverständnis irgendwie jetzt verschwunden wären, sondern das wirkt ja durchaus subkutan noch fort. Und insofern ist immer eine Gefahr da, dass so eine Propaganda auch verfängt, dass sie eben einfach aufsetzen kann auf Vorstellungen, die da sind, auf Klischees, die gesellschaftlich existieren, so nach dem Motto, irgendwas wird da schon dran sein. Außerdem die gegenwärtigen Diskussionen auch gerade um bewusste Falschmeldungen, um Fake News, wie es heute heißt, benennen das Problem ja auch, jede Wiederholung auch einer falschen Aussage, selbst wenn sie mit der Absicht erfolgt, sie eben zu widerlegen, verstärkt sie in einer gewissen Weise, weil sie in der Welt bleibt. Und trotzdem können wir nicht einfach es so stehen lassen. Natürlich darf eine Lüge nicht unwidersprochen bleiben, darf Propaganda nicht unwidersprochen, nicht unkontextualisiert bleiben. Auch einen dritten Aspekt möchte ich benennen, den ich wichtig finde, und das ist die Scham. Wir schämen uns heute dafür, wenn wir Denkmäler sehen oder Schriften, die Filme oder auch Filme, die Zeugnis davon geben, wie rassistisch, imperialistisch, homophob unsere Vergangenheit wirklich war. Das ist ja nichts, worauf man stolz ist. Das Denkmal eines brutalen Eroberers oder auch eines Kolonialpolitikers, was immer noch dasteht, das berührt uns, dafür schämen wir uns.
eine, der Stein gewordene Antijudaismus des Mittelalters in einer Judensau an einer Kirchenfassade, das ist nicht nur beleidigend, es ist eben auch etwas, für das wir uns heute schämen. Und wir wollen nicht ständig mit diesen schrecklichen Seiten unserer Vergangenheit konfrontiert werden. Lieber unter den Teppich kehren. Schauen Sie sich doch mal die Online-Präsentation von Unternehmen an, die ganz stolz ihre Firmengeschichte darstellen und dann ganz verschämt weglassen, was denn in bestimmten Zeiten, was in der, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist in diesen Firmen. Ja, das Zögern, die schrecklichen Zeugnisse der Vergangenheit zu zeigen, hat auch etwas mit Scham zu tun. Und all das ist deshalb so, weil das schwierige Erbe etwas ist, mit dem wir noch nicht fertig sind, was auch heute noch Relevanz hat. Es betrifft uns noch. Es ist nicht irgendwie so ein schaurig schöner Blick in die Vergangenheit, wie grässlich, was weiß ich, wenn wir das Kolosseum in Rom angucken und sehen, was da für Gladiatorenkämpfe ist, das gruselt uns, aber das betrifft uns nicht mehr wirklich. Homophobie, Antisemitismus, das ist immer noch und immer wieder gesellschaftlich relevant. Es sind die Zeugnisse von Einstellungen, von Geschehnissen, von Handlungen, die immer noch fortwirken und die unsere Gesellschaft immer noch prägen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dazu eine Haltung finden. Wir können einfach nicht keine Haltung haben, wenn es um diese Zeugnisse geht. Und da, auch das möchte ich sagen, was publiziert wurde, was öffentlich war an schrecklichen Zeugnissen, das ist in der Welt. Und da gelingt es auch nicht wirklich, das wieder aus der Welt herauszukriegen. Die Vorstellung, dass man schwieriges Erbe in Giftschränken versteckt, ist schlicht unrealistisch, insbesondere in der digitalen Welt. Da gibt es sicher Ausnahmen, gerade wenn es um Dinge gibt, die noch nicht publiziert sind. Also ich denke da was an die Stasi-Akten oder an sensible Daten von archäologischen Grabungen, die man unter Verschluss hält, um nicht Grabräuber zu ermuntern oder sowas. Aber die Dinge, die publiziert sind, sind in der Welt. Und es geht darum, wie können wir sie kontextualisieren, wie können wir sie einordnen, wie können wir die propagandistische, die grausame Kraft, die davon ausgeht, brechen und umdrehen dahin, dass die Erinnerung daran unsere humane Gesellschaft stärkt. Ich möchte das illustrieren. Ich habe in Potsdam an der Filmuni zu Filmerbe und Recht unterrichtet und habe dort auch den Film Jud Süß durchnehmen wollen, beziehungsweise durchgenommen, dieses antisemitische Hetzstück. Und diesen Film konnte man damals, das ist jetzt 7 Jahre her, nicht im Laden kaufen. Die Rechte sind bei der Murnau-Stiftung. Man muss nachweisen, dass man das in einem wissenschaftlichen Zusammenhang tut. Das konnte ich natürlich. Die Murnau-Stiftung war damit auch einverstanden. Aber aus irgendeinem Grunde verzögerte sich die Zusendung der DVD durch die Murnau-Stiftung. Gab da einen Urlaub oder so. Also es spielt jetzt auch keine Rolle. Ich kriegte nur Panik, weil dieses Seminar stand vor der Tür und ich musste ja den Film zeigen. Und dann habe ich rumgefragt, hat nicht jemand, Jud Süß, kann mir jemand eine DVD geben? Und als es dann noch näher wurde, habe ich gegoogelt und dann habe ich bei Amazon US den Film bestellt. Der war 3 Tage später da. Ich hatte an dem Tag, an dem das Seminar stattfand, 6 DVDs von irgendwelchen Bekannten, die mir das gegeben haben. Ich hatte die DVD von Amazon, ich hatte auch die von der Murnau-Stiftung, die ist nämlich doch noch rechtzeitig gekommen. Und die Studenten brachten mir 2 Links mit für Seiten, wo man den Film streamen konnte. Soweit dazu. Diese Dinge sind in der Welt. Es kann nicht darum gehen, den Zugang
zu verhindern. Es muss darum gehen, den Zugang zu gestalten. Und das ist eben auch das Motto dieser Konferenz, Zugang gestalten. Wir müssen zusehen, wie gehen wir mit diesen unbequemen Zeugnissen der Vergangenheit um. Zugang gestalten ist Auftrag und Herausforderung. Wie soll der Zugang gestalten? Wie soll kontextualisiert werden? Darüber wollen wir auf dieser Konferenz sprechen, darum wollen wir ringen. Es gibt sicherlich unterschiedliche Aspekte und auch unterschiedliche Situationen, wo es darum geht. Die Frage, wie ein Museum kuratorisch und in der Inszenierung mit diesem Erbe umgeht, ist ein anderer Aspekt, als wie ein Archiv diese Dinge zugänglich macht. Aber allem ist gemeinsam, wir brauchen eine Haltung und wir wollen über die verschiedenen Aspekte reden. Es gibt hier auch kein so wirkliches richtig und falsch. In vielen Konferenzen der Vergangenheit ging es viel um Rechtsfragen. Hier geht es oft nicht um Rechtsfragen. Oft ist das nicht verboten, bestimmte Dinge zugänglich zu machen. Und das entlässt uns aber nicht in die große Freiheit, sondern ist Zumutung und Herausforderung. Wenn es nicht das Recht ist, was uns sozusagen davor bewahrt, uns diesen Herausforderungen zu stellen, ein abgelaufenes Urheberrecht von Nazi-Propagandaschriften beispielsweise, müssen wir diese Frage selbst beantworten. Und das wollen wir. Und deshalb sind wir hier. Und deshalb sind wir hier zusammen. Und ich freue mich auf einen sehr fruchtbaren Diskurs. Ich bitte jetzt Katrin Grotz auf die Bühne, die stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung. Die wird unser erstes Panel moderieren. Da wird ein ganz bunter Strauß an unterschiedlichen Beispielen und Ansätzen für den Umgang mit schwierigem Erbe präsentiert. Eine kleine Bemerkung noch. Ich habe heute Mitteilung bekommen, dass der Beitrag zu Mein Kampf leider ausfallen muss. Der Referent ist an Corona erkrankt und kann nicht kommen. Ansonsten freue ich mich und gebe das Wort an Frau Grotz.